Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Was soll das jetzt sein? Ich möchte dir heute einfach mal das Grundvideo zeigen, wie man ganz toll Dekoschalen, Servierplatten und aus Beton machen kann und diese dann für viele Deko- und Servierideen und verwenden kann. Und das ist jetzt die Grundtechnik dazu. Und das ist unser Nachbar, der gerade das Motorrad anmacht. Ein ganz, ganz lieber mit einer super tollen, schweren Maschine. Wir kommen nun zum Grundrezept für unseren Beton. Dazu erst nochmal ein paar Sicherheitshinweise. Obwohl ich da auch schon einen lustigen Kommentar gekriegt habe. Ohne Schutzanzug und Atemmaske sollten wir es wohl nicht machen. Wie alt bin ich jetzt geworden, ohne das zu machen? Mir ist es wichtig, war der Kommentar. Mir ist es wichtig, dass ihr das wisst. Natürlich könnt ihr machen, wie ihr dann das möchtet. Aber es ist Zement, es ist schädlich für die Augen, für die Atmung und für die, überhaupt für die Gesundheit. Ich trage dabei Handschuhe, vor allen Dingen, ich habe jetzt eine Wunde an der Hand, da darf auf gar keinen Fall Zement reinkommen. Dann ein großes Gefäß, am besten einfach so einen Atemschutz, damit der Zementstaub, wenn wir ihn umfüllen, wirklich nicht Nase, Mund kommt. Eine Schutzbrille, wenn ihr habt. Vorsichtig arbeiten beim Anmischen. Je langsamer ihr das macht und Vorsicht, desto weniger Staub gibt es. Und wenn es dann erstmal angemischt ist, dann ist es auch okay. Natürlich darf es weder in die Augen noch gegessen werden, wenn kleine Kinder da sind. Mir ist es wichtig, das zu erwähnen. Wie es dann jeder macht, ist seine Sache. Aber so weiß man es. Wenn man vorher noch nicht mit Zement umgegangen ist und Beton gemacht hat, denke ich, ist es schon wichtig, dass man das weiß. Es kommt jetzt darauf an, wie groß euer Gefäß, eure Deko werden soll. Danach müsst ihr ungefähr den Beton anmischen von der Menge her. Man kann aber auch nochmal nachmischen, weil ich etwas normales Spülmittel mit reinmache. Warum? Erstmal kann man den Beton wesentlich länger bearbeiten, weil das Spülmittel verändert die Wasseroberfläche, die Spannung und es trocknet nicht so schnell weg. Man kann mal schneller, länger mitarbeiten, also ganz normales Spülmittel mit rein. Und das ist keine Werbung dafür. Das war günstig, das ist gut hierfür. Und das ist der einzigste Grund und selber bezahlt ist es auch. So, ich nehme mir als Maß immer eine Dose und davon nehme ich jetzt doppelt so viel Sand, wie ich Zement nehme. Also, ich fange an anzumischen und dann nehme ich zwei große Dosen, das ist jetzt ein Liter, Sand. Welcher Sand? Ich nehme am liebsten den Sand für den Sandkasten, den man im Baumarkt bekommt. Der ist günstig, den kann ich gut transportieren in dem Gebinde und der ist sehr fein. Je feiner der Sand ist, desto schöner wird der Beton, desto feiner von der Oberfläche. Und wie gesagt, der ist günstig, der kostet mich 25 Kilo, meine ich, 2,49 Euro und im Angebot 1,99 Euro. Bei dem Zement nehme ich auch ganz, ganz normal den billigen Zement für den Bau und der kostet mich um die 3 Euro ein ganzer Sack. Und da mache ich jetzt dann nochmal eine Dose Zement hinein. Jetzt den Zement und den Sand mal ganz vorsichtig miteinander durchmischen. Es ist wichtig, dass der Sand trocken ist. Wenn er noch feucht ist, wenn ihr ihn gekauft habt, nehme ich ganz gern beim schönen Tag ein großes altes Betttuch, mache den Sand drauf, lasse ihn trocknen und gut ist es. Und dann tue ich ihn in eine große Tonne aus Kunststoff. Das war früher die Wickeltonne von meinen kleinen Kindern. Und dann passt es auch. Also für die Windeln. Und das ist ein Deckel drauf und das ist super. So, verlängt ist es gut. Das muss vorsichtig passieren. So, jetzt kommt als nächstes etwa ein Schnapsgläschen voll, wenn man sich es vorstellen möchte, Spülmittel hinein. Und dann muss man gucken, wie viel Wasser. Es kommt darauf an, wie viel ihr angemischt habt, wie groß euer Werkstück sein soll.
Ich fange immer an mit ein bisschen Wasser, also eine halbe Dose etwa. Misch durch und dann muss der Beton so sein wie zähflüssiger Kuchenteig. Das ist ganz wichtig. Ach, irgendwie will er nicht. So, ungefähr so viel wie ein kleines Schnapsgläschen voll. So. Dann daraufhin einfach, wie gesagt, bei mir jetzt eine halbe Dose Wasser. Und dann gut vermengen, bis es ungefähr so ist wie ein zähflüssiger Kuchenteig. Das zeige ich dann aber. So, es ist jetzt gut durchgemengt. Das ist so wie so eine Matschepampe. Das ist so genau richtig. Wenn das nicht so ist, gar kein Problem. Entweder mehr Wasser. Ich habe jetzt insgesamt eine Dose drin, weil ich fange immer langsam an. Jeder Sand zieht ein bisschen anders und dann fange ich immer langsam an. So, ist es einfach zu flüssig, dann einfach noch mal eine halbe Dose Sand dazu, das verträgt es. Und ist es viel zu flüssig, dann einfach eine Dose Sand und noch ein bisschen Zement dazu. So, gut mischen und dann geht es weiter mit unserem Werkstück. Als Form habe ich jetzt einfach einen Pappkarton. Da waren vom Katzenfutter die Dosen drin. Das ist eine super Schale dafür. Ausgelegt mit Frischhaltefolie, was wichtig ist, sonst kriegt man es noch nicht raus. Und es zieht viel zu sehr die Feuchtigkeit durch. Der Beton ist fertig. Ich schiebe mal ein bisschen rüber. Das ist so eine schöne Matschepampe. Und dann füllen wir erstmal vorsichtig den Boden aus. Drücken es schön hin. Folie kann man auch ein bisschen mit Tesa festkleben, so rundherum. Schön überall hin. Es wird dann nochmal mit einer nassen Hand, das heißt einfach den Handschuh wechseln, einen sauberen Handschuh nehmen, den mit Wasser nass machen und dann nochmal glatt reiben. Ja, schön ausfüllen. Dann kann man das so machen, noch einen Rand setzen, schön noch festdrücken. Oh, schön gleichmäßig. So, dann kann man Rand drücken und mit Wasser, wie gesagt, dann noch glatt machen. Oder man macht es anders, ich zeige es gerade mal. Erstmal schön eine dicke Platte. So. Dicke Platte, ganz wichtig. Aufpassen auf die Folie. Folie kann man dann auch noch abziehen. So, jetzt muss ich erstmal die Handschuhe ausziehen und dann gucken wir weiter. So, zweite Möglichkeit. Noch mal eine Lage Frischhaltefolie drüber. Schön auseinanderbreiten. So, runterdrücken. So. Und jetzt Gewicht aufbringen. Man kann einen Holzpfostenbalken mittig reinlegen und reindrücken. Zum Beispiel, der eine gerade Seite hat. Oder man nimmt Kies und füllt das ein und drückt es in der Mitte rein. Das ist dann unebener. Eher für eine Dekoschale nimmt man einen Balken, der wirklich kantig ist, hat man das ganz akkurat. Hier, wie gesagt, ist es wilder für eine Dekoschale ganz toll. Ja, und das lässt man jetzt 3-4 Tage. Oh, schön reindrücken, damit der Rand nach oben kommt. Und durch die Frischhaltefolie hat man dann auch so eine Struktur wie beim Holz oder so, weil es kleine Falten gibt. So, und so macht man eine ganz tolle Dekoschale, die kaum etwas kostet, die wirklich einfach geht. Nochmal zur Trocknung in einem Raum, nicht unter 16 Grad. Wenn ihr draußen gearbeitet habt und es ist kühler, dann nehmt es einfach auf eine Platte stehend mit nach drinne. Oder wenn es wärmer ist, kann man sein Auge schützt draußen trocknen lassen. Auch da hinten die Schale mit dem tollen Sockel
ganz einfach zu machen, so viel für viele Deko-Ideen, total easy. Aber wir kommen jetzt zu der Schale. Mit der Folie, die Steine habe ich schon rausgeholt. Oder ihr habt schon das Holz gelöst. Und dann brauchen wir es wirklich nur noch rausnehmen aus der Pappeverpackung. Folie abziehen, fertig trocknen lassen. Am besten Hölzchen unten drunter oder auf den Kopf legen. Und dann ist die Dekoplatte Schale mit den Verpackungsmaterialien auch schon wieder fertig. Und das wird wirklich ganz ordentlich, ganz toll. Und dann kann man es dekorieren.